Genau, ich erzähle was vom Klimabegehren in Flensburg. Vielleicht kurz nur zur Einordnung. Wir haben unsere Kampagne schon beendet. Also wir sind schon damit durch und ich kann jetzt sozusagen im Rückblick berichten. Das Klimabegehren war ein Wärmewendebegehren. Also wir haben uns mit dem Thema Wärmewende beschäftigt. Die Ausgangslage in Flensburg war, dass wir hier Stadtwerke haben, die eben vor allem Kohle und Gas verbrennen. Und diese Stadtwerke gehören zu 100% der Stadt Flensburg, was eine relativ gute Ausgangslage ist, weil wir dadurch sozusagen dieses BürgerInnenbegehren einfach an die Stadt richten können. Und das Fernwärmenetz von den Stadtwerken versorgt 98% aller Haushalte, was auch eine sehr gute Ausgangslage ist, weil wir dadurch sozusagen einen total großen Hebel haben, mit dem wir ganz schnell ganz viel ändern können. Genau, und wie gesagt, es werden vor allem Kohle und Gas verbrannt in mehreren Brennkesseln und ein neuer Gaskessel wurde in den letzten Jahren auch noch neu gebaut und befindet sich auch immer noch im Bau. Genau, und durch Kraft-Wärme-Kopplung wird auch gleichzeitig Strom erzeugt. Genau, das war so die Ausgangslage, in der wir uns befunden haben, wo sich dann eben vor mittlerweile schon ein paar Jahren Menschen zusammengefunden haben. Erstmal im Bündnis Fossilfreies Flensburg. Das waren Leute, die sich sehr intensiv mit den Stadtwerken beschäftigt haben. Und dann sind im Herbst 2020 noch ein paar neue Menschen dazu gekommen und wir haben uns dann überlegt, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Weil der Jetzt-Zustand ist irgendwie nicht zufriedenstellend. Wir können dadurch die Pariser Klimaziele auf jeden Fall nicht erreichen, sondern da muss sich was ändern, auch auf lokaler Ebene. Und unsere Forderung war dann, darauf haben wir uns geeinigt, dass 2035 Schluss sein muss. Also dass die Stadtwerke in Flensburg bis 2035 fossilfrei sein müssen, also die Energie fossilfrei erzeugen müssen. Genau das war so unser Ziel. Darin, wie genau das jetzt umgesetzt wird, waren wir immer relativ offen, weil wir gesagt haben, die ExpertInnen sitzen vor allem bei den Stadtwerken und wir wollen denen das nicht vorschreiben. Aber wir haben trotzdem so ein Modell entwickelt, wie es halt gehen kann, damit wir auch zeigen können, es ist möglich. Und da haben wir eben vorgeschlagen, dass die Stadtwerke sich vom Stromproduzenten zum Stromkonsumenten entwickeln. In Schleswig-Holstein gibt es ja einen großen Überschuss an Windenergie zum Beispiel. Dann haben wir vorgeschlagen, dass Wärmepumpen, Elektrodenheizkessel und Großwärmespeicher eingesetzt werden, dass die Fernwärmetemperatur gesenkt wird und dass in geringen Mengen auch grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen kann. Genau, für alle von euch, die sich nicht so mit diesen technischen Sachen auskennen, ihr könnt es gerade einfach ignorieren. Ich bin da auch nicht so ein Profi drin, aber zum Glück hatten wir Leute in der Gruppe, die sich damit auskannten. Genau. Vielleicht noch mal kurz dazu, wer wir sind, beziehungsweise wer wir waren. Wir waren eine bunt durchgemischte Gruppe eben von diesen Menschen, wo ich gerade schon erzählt habe, die sich schon länger in Flensburg mit den Stadtwerken beschäftigt haben. Und dann sind noch ein paar Studierende dazugekommen. Und wir haben uns dann eben zusammengesetzt und haben uns entschieden, dieses BürgerInnenbegehren zu machen. Da hat ja Wiebke vorhin auch schon einiges zu erzählt, deswegen mache ich das vielleicht gerade eher kurz. Genau, wir haben uns für ein BürgerInnenbegehren entschieden, weil es einfach so ein total kraftvolles Mittel der direkten Demokratie ist. Also wie Sonja auch gerade schon gesagt hat, ich bin auch in anderen Kontexten engagiert für Klimagerechtigkeit und andere Themen. Und ich bin dann hier in Flensburg zu diesem Mittel des BürgerInnenbegehrens gekommen und war total begeistert davon, dass man dadurch so viel verändern kann irgendwie. Und das, was Frank auch gerade schon gesagt hat, dass eigentlich können wir nur gewinnen. Und deswegen haben wir uns für dieses Mittel des BürgerInnenbegehrens entschieden. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz. Erst kommt da die Vorbereitungsphase, das hat Wiebke ja auch gesagt, dann die Unterschriftensammlung. Wir mussten hier in Flensburg mindestens 4.627 Unterschriften sammeln. Das sind 6% der Stimmberechtigten in Flensburg. Aber unser Ziel war von Anfang an, mehr zu sammeln, damit wir einfach auf der sicheren Seite sind, dass wir genug gültige Unterschriften haben. Genau, dann wird das Begehren durch die Stadt geprüft und dann
kann es eben zum Bürgerinnenentscheid kommen oder auch nicht, wenn die Stadt vorher unserer Forderung schon zustimmt. Genau, hier seht ihr noch mal kurz unsere Abstimmungsfrage. Die ist ziemlich kompliziert. Die haben wir auch mit Unterstützung von der Klimawende von unten entwickelt. Die besteht sozusagen aus 4 Teilen. Erstmal der allererste Teil ist die Frage, sind Sie dafür, dass die Stadt Flensburg die Geschäftsführung der Stadtwerke anweist? Also weil eben, wie gesagt, die Stadtwerke zu 100% der Stadt gehören, müssen wir die Stadt Flensburg, die muss sozusagen die Geschäftsführung anweisen. Dann ist der nächste Teil, dass die Stadtwerke in den Heizkraftwerken eben fossile Brennstoffe so reduzieren, dass bis 2035 kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Und ihr seht, wir haben da so Zwischenstufen eingebaut. Das war uns ganz wichtig, damit wir nicht irgend so ein fernes Ziel festsetzen, aber bis dahin noch super viel CO2 ausgestoßen wird. Das bringt uns ja auch nichts. Deswegen haben wir so diese Zwischenstufen vorgeschrieben. Und der letzte Teil, da haben wir nochmal betont, dass eben CO2-freie erneuerbare Energien eingesetzt werden, dass jetzt nicht zum Beispiel irgendwie Biomasse eingesetzt wird, wodurch ja auch CO2 freigesetzt wird. Genau, das ist unser Abstimmungsfragen-Ungetüm. Das haben wir dann auch auf die Unterschriftenliste gedruckt. So sah die aus. Da seht ihr oben diese Abstimmungsfrage und unten konnte man eben unterschreiben. Und dazwischen gibt es eine ausführliche Begründung, die Leute sich noch durchlesen konnten, wenn es sie interessiert hat. Und die Rückseite sieht so aus. Wir haben das so gemacht, das seht ihr auf der rechten Seite, dass man die Unterschriftenliste, wenn sie voll war, einfach zukleben konnte und in die Post werfen konnte. Das haben wir auch uns von anderen Initiativen abgeschaut, also haben wir uns nicht ausgedacht, aber das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Genau, und ja, das Herzstück von unserer Kampagne war eben die Unterschriftensammlung. Die ging 6 Monate lang von Mai bis Oktober. Und das war eine ganz besondere Zeit, wo eben ganz, ganz viele Leute mit dabei waren, wo wir ganz, ganz viele bereichernde Begegnungen hatten, was eben auch schön war, dass wir vorher so viel im stillen Kämmerlein gearbeitet haben und dann sind wir raus in die Welt gegangen damit. Genau, haben auch ganz viel Zuspruch bekommen, haben auch irgendwie ganz viele wichtige PolitikerInnen von ganz unterschiedlichen Parteien, seht ihr hier auf ein paar Fotos, die kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil sie aus Flensburg sind, aber das war auch total ein großes Erfolgserlebnis, dass eben aus allen politischen Richtungen auch Menschen bei uns unterschrieben haben. Genau, und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, wir haben nicht nur auf der Straße gesammelt, sondern wir haben auch so Sammelstellen eingerichtet in ganz vielen verschiedenen Läden in Flensburg, dass Leute da dann vor Ort unterschreiben konnten. Genau, also da haben wir so verschiedene Strategien genutzt. Und wir haben dann tatsächlich letztendlich 10.046 Unterschriften gesammelt, obwohl wir eigentlich nur 4.627 hätten sammeln müssen. Also mehr als doppelt so viel, was für uns ein riesiger Erfolg ist. Die Zahl klingt jetzt vielleicht für Menschen, die in großen Städten leben, klingt die vielleicht relativ klein, aber für so eine kleine Stadt wie Flensburg war das eine sehr, sehr große Zahl und ein riesiger Erfolg für uns, dass wir das gemeinsam mit all den SammlerInnen geschafft haben. Und genau, diese Unterschriften haben wir dann an die Stadt übergeben. Und dann, wie ihr ja schon wisst, gibt es dann halt die Möglichkeit, dass es zum Bürgerinnenentscheid kommt. Oder die Stadt beschließt schon vorher die Umsetzung der Forderungen und das hat bei uns tatsächlich geklappt. Wir mussten keinen Bürgerentscheid machen, sondern einen Monat, nachdem wir die Unterschriften eingereicht haben, hat der Rat dann tatsächlich einstimmig, ohne Gegenstimmen, für unsere Forderungen gestimmt. Und dann war das Ding sozusagen erledigt. Genau, hier ist nochmal so ein Überblick darüber, wie so die chronologische Abfolge war. Also wir haben im Winter 2020 gestartet, dann sind wir im Mai 2021 an die Öffentlichkeit gegangen und haben auch die Kostenschätzung beantragt. Das ist hier in Schleswig-Holstein so, dass man eine Kostenschätzung beantragen muss, wo die Stadt schätzt, wie viel die Umsetzung unserer Forderungen kosten würde. Und das hat ewig gedauert. Also ihr seht, die Kostenschätzung ist erst im April 2022 gekommen. Also
Das waren dann tatsächlich 10 Monate, die wir darauf gewartet haben. Das war sehr ärgerlich. Wir waren sehr ungeduldig, aber wir haben versucht, die Zwischenzeit gut zu nutzen, indem wir in Gespräche mit den Stadtwerken getreten sind. Also die sind an uns herangetreten und wollten uns dann einbinden in einem Arbeitskreis Transformation, wo ein Transformationsplan für die Stadtwerke entwickelt wurde. Da wollten die uns dabei haben. Die haben erst gesagt, die Bedingung ist, dass wir keine Unterschriften sammeln. Und da haben wir ganz klar gesagt, nö, wir sammeln auf jeden Fall Unterschriften, können gerne noch bei euch mitarbeiten, aber wir werden jetzt nicht unser Begehren für euch stoppen. Und das hat tatsächlich geklappt. Und dann wurden wir in diesen AK-Transformationen mit eingebunden und konnten da gemeinsam mit den Stadtwerken dann den Transformationsplan entwickeln. Genau. Und nachdem dann im April die Kostenschätzung da war, konnten wir im Mai 2022 endlich mit der Unterschriftensammlung starten. Dann kamen auch immer mehr Gespräche mit der Stadt dazu. Dann haben wir die Unterschriften übergeben und dann tatsächlich mit dem Verwaltungsvorstand von der Stadt, also mit dem Bürgermeister und dem Klimaschutzmanager und der Rechtsabteilung und auch im Gespräch mit Fraktionen dann sozusagen auf diesen Ratsbeschluss hingearbeitet, der dann im Dezember 2022 kam. Genau, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht ganz kurz noch darauf eingehe, was für mich so vielleicht so Erfolgsfaktoren waren. Da gibt es ja auch noch in den nächsten Veranstaltungen von dieser Reihe, wird darauf ja noch tiefer eingegangen. Insofern ist das hier vielleicht nur so ein kleiner Teaser dafür. Genau, ich glaube, was total wichtig war, dass wir eben parallel zur Unterschriftensammlung beziehungsweise auch schon davor Gespräche mit der Verwaltung, mit Fraktionen und den Stadtwerken geführt haben. Das war total gut, da so zweigleisig zu fahren und da diesen Ratsbeschluss parallel schon vorzubereiten und auch deutlich zu machen, dass wir ein ernstzunehmender Gesprächspartner sind. Dann haben wir auch inhaltliche und kulturelle Veranstaltungen gemacht. Wir haben Unterstützung bekommen vom Omnibus für direkte Demokratie. Ich weiß nicht, ob ihr den alle kennt. Das ist so ein Projekt, wo so ein Omnibus verschiedene Initiativen besucht und dann vor Ort unterstützt. Das war total schön. Und wir haben eben auch inhaltliche Veranstaltungen gemacht, wo wir WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen eingeladen haben und uns inhaltlich über die Sachen ausgetauscht haben. Dann das gleiche Foto, was Wiebke auch schon gezeigt hat. Wir waren auch bei dieser Konferenz im Sommer, weil Vernetzung auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer Kampagne war. Einfach ja, uns mit anderen Gruppen auszutauschen und voneinander zu lernen. Dann haben wir sehr offensiv Pressearbeit gemacht. Also wir haben immer, wenn irgendwie bei uns was passiert ist, haben wir Pressemitteilungen geschrieben. Wir haben JournalistInnen Angebote gemacht, Hintergrundgespräche mit uns zu führen, damit die überhaupt mal erst verstehen, worum es eigentlich geht, weil das ja auch alles komplexe Themen sind. Und dadurch hatten wir sehr, sehr viele Presseartikel und waren eigentlich immer präsent in der Stadt sozusagen. Und dann haben wir auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, haben da auch viel mit Bildern gearbeitet. Wir haben schon vor Beginn der Kampagne so wunderschöne Sonnenuntergangsfotos von den Stadtwerken gemacht. Die seht ihr rechts unten. Und dann irgendwie professionelle Gruppenfotos. Wir haben vor Beginn der Unterschriftensammlung, haben wir schon, das seht ihr unten in der Mitte, sozusagen Fotos gestellt von der Unterschriftensammlung, damit wir dann die für die Presse benutzen können. Und wir haben zum Beispiel so Elemente genutzt wie diese grünen ausgeschnittenen Zahlen, die sich auf Fotos einfach sehr gut machen. Und genau, wir haben versucht, ein möglichst einheitliches Design zu haben, klare Farben, klare Designelemente, die wir immer wieder nutzen, damit es einfach sehr, dass es einen hohen Wiedererkennungswert gibt und es auch irgendwie professionell wirkt. Genau, und dann habe ich hier noch geschrieben, diverse Gruppe, aber mit Fragezeichen. Ich glaube, wir waren einerseits eine sehr diverse Gruppe vom Alter her und von den Hintergründen her. Also wir hatten eben, wie gesagt, ganz alteingesessene FlensburgerInnen dabei. Und junge Studierende, die neu nach Flensburg gekommen sind, das war super bereichernd und super schön für alle, glaube ich. Gleichzeitig seht ihr, wir waren sehr viele Männer, wenig Frauen. Das war schade. Und wir sind auch einfach, waren eine sehr, sehr weiße Gruppe. Da wäre, glaube ich, für die Zukunft, wenn wir das nochmal machen würden, würden wir da noch mehr Wert drauf legen, noch diverser zu sein.
Und der letzte Punkt ist, das habe ich ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir einfach ein sehr großes SammlerInnen-Netzwerk aufgebaut haben. Also wir haben das nicht alleine als Kerngruppe gemacht, sondern als Kerngruppe haben wir eben die Hintergrundarbeit gemacht. Aber in dem Moment, wo die Unterschriftensammlung angefangen hat, haben wir versucht, ganz, ganz viele Menschen dazu zu holen und hatten dann tatsächlich ungefähr so 40 Menschen, die für uns oder mit uns Unterschriften gesammelt haben. Das Foto ist von einer SammlerInnen-Schulung, wo wir sozusagen gemeinsam geübt haben, wie wir das mit der Unterschriftensammlung eigentlich machen. Und es war total erfolgreich, weil das halt dann so einen Multiplikatoren-Effekt hatte. Genau, ich habe im Juni schon mal was erzählt bei Bürgerbegehren Klimaschutz über unsere Kampagne. Und da hatte ich diese Folie noch drin, wo ich gesagt habe, stell dir vor, wir gewinnen, weil da hatten wir noch nicht gewonnen. Aber jetzt haben wir einfach gewonnen, was total schön ist, wie sich das jetzt im letzten halben Jahr entwickelt hat. Genau, und jemand von uns hat mal ausgerechnet, dass wir damit wahrscheinlich ungefähr 4.400.000 Tonnen CO2 bis 2035 eingespart haben oder einsparen werden, was ja ein riesiger Erfolg ist. Genau, vielleicht noch kurz zum Schluss. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe gesagt, unsere Kampagne ist beendet. Das stimmt nicht so hundertprozentig. Wir arbeiten trotzdem noch weiter, weil das alles ist natürlich, auch wenn es jetzt großartigerweise einen Ratsbeschluss gibt, dass die Stadtwerke bis 2035 fossilfrei werden sollen, ist es nicht in trockenen Tüchern, sondern wir müssen es weiterhin kritisch begleiten. Wir wollen in die wichtigen Gremien zur Überwachung dieses Transformationsplans. Wir machen auch weiter Öffentlichkeitsarbeit, wenn das notwendig ist. Wir denken auch über ein weiteres Begehren nach zum Thema Mobilität, weil wir können das ja jetzt schon, dann können wir auch damit weitermachen. Und wir setzen uns gerade auf Landesebene gegen die Einschränkung von BürgerInnenbegehren ein, weil der die CDU die Bedingungen für BürgerInnenbegehren schlechter oder schwieriger machen will. Und wir möchten auch gerne andere BürgerInnenbegehren unterstützen und uns, ja, unsere Erfahrungen da mit anderen teilen. Genau, das war's von mir. Falls ihr jetzt direkt Fragen habt, freue ich mich voll. Wenn euch aber danach noch was einfällt, könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne per Mail bei uns melden. Da antworten wir dann auch gerne. Genau, vielen Dank fürs Zuhören.